sind heute in der Slowakei angekommen, genauer gesagt am Fluss Ron. Und ihr seht es hinter mir schon, hier gibt es jede Menge Müll. Und das ist genau der Grund, warum wir heute auch hier sind. Dank eurer Spenden, denn ihr macht es möglich. Wir haben über ein Crowdfunding viel Geld eingesammelt, um hier in der Slowakei jetzt mehrere Tage Müll zu sammeln. Und wir freuen uns sehr, hier zu sein und zu helfen. I'm very sad to see the rubbish in our river and dump as well. But we don't have any solution how to deal it. Maybe we need more environment education for our people who live in Slovakia. And on the other hand, we are very glad to invite this project in our country. Unser Collectix ist jetzt schon ein paar Stunden im Einsatz. Wir haben uns natürlich an die Gegebenheiten vor Ort angepasst, aber die Technik funktioniert sehr, sehr gut. Was wir allerdings sehen, ist unfassbar viel Müll. Kühlschränke, Autoreifen, Flaschen, Schuhe, jede Menge Müll und das nicht irgendwo, sondern mitten in Europa an einem Nebenfluss der Donau. Das zeigt wirklich, wie groß dieses Problem letztendlich ist. Tag 2 unserer Cleanup-Mission hier in der Slowakei und auch heute sind wir wieder an einem absoluten Plastik-Hotspot, dem Rožindamm. Und auch heute und morgen räumen wir hier wieder auf, um so viel Plastik wie möglich aus dem Wasser zu bekommen. Was wir aber noch machen, ist mit NGOs und Lokalpolitikern sprechen, um das Problem hier nachhaltig anzugehen. Najveće poškodzovanje prehrady je tim, že zhruba 30% plastov padnú ku dnu a takto znečisťujú priehradu. Potom znečisťujú všetky zátoky. My chceme veľmi poďakovať firme ProGruppe Net s tým, že nás oslovila a že taký stroj sa dostal na našu priehradu. V podstate táto loď je dopadom toho, že Slovenská republika ako štát tento problém s plastami neriešil. To znamená, že loď rieši momentálnu situáciu. To, že by nám pomohla vyzbierať a očistiť tieto vodné diela, podľa mňa je super. Hej? A ja som za to, aby sa využil maximálne táto loď. Die Tage in der Slowakei waren sehr erfolgreich. Wir konnten jede Menge Müll sammeln und mindestens genauso viele Erkenntnisse darüber, wie wir Collectix noch weiter optimieren können, wie wir die künstliche Intelligenz noch weiter schulen können. Wir hatten die Möglichkeit, unsere Kontakte zu den lokalen Partnern zu verbessern. Wir konnten eine breite Medienaufmerksamkeit generieren und trotz aller Vorbereitungen waren wir dann doch sehr überrascht darüber, wie viel Müll hier in den Gewässern ist. Das heißt, auch hier haben wir noch einen langen Weg zu gehen, aber es war einfach jetzt schon ein sehr wichtiger Meilenstein, den wir hier hinter uns bringen konnten und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir dieses Problem gemeinsam lösen werden.